Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation der Träger und Trägerinnen des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2020. Mein Name ist Karin Haller vom Institut für Jugendliteratur und ich hatte die Freude, in der heurigen Jury mitarbeiten zu dürfen. Heute darf ich die Trägerin des aktuellen Kinderbuchpreises bei uns begrüßen, Leonora Leitl. Schön, dass du da bist. Hallo. Die Gewinnerin des Kinderbuchpreises für ihr wunderbares Einmal wirst du. Erschienen im Tirolia Verlag, ein kaleidoskopisches Bilderbuch, in dem sie verschiedene Fragen aufwirft, 30 Fragen an das Leben, wenn ich das so formulieren darf, die sich auf der einen Seite auf individuelle Werte beziehen, wie zum Beispiel die Frage, macht es glücklich, wenn man viel besitzt, oder auf allgemeine Werthaltungen und Weltanschauungen. Aber ich will an dieser Stelle gar nicht zu viel verraten, sondern die Künstlerin selbst zu Wort kommen lassen, bevor wir dann noch ein paar Fragen in einem Interview stellen dürfen. Nora, darf ich dich bitten, mit einer Präsentation zu beginnen? Okay, es geht los mit der Lesung. Das ist mein Buch, Einmal wirst du. Und ich werde zu Anfang jetzt einmal die Einleitung vorlesen. Und vielleicht kann man ja dann im Bild mitschauen und man sieht das eine oder das andere schon im Bild. Also, jeden Tag wirst du ein bisschen älter. Du wirst länger, dicker oder dünner, bekommst eine komische Stimme, dummerweise Pickel und seltsame Haare unter den Achseln. Einmal wirst du dein Herz verlieren und vielleicht findet es ein anderer oder eine andere. Dann hast du Schmetterlinge im Bauch, deine Augen fangen an zu funkeln und in den unpassendsten Momenten wirst du rot wie eine Tomate. Vielleicht verbringst du dein Leben mit einer Frau oder einem Mann, mit Kindern, hast eine Katze, einen Hund oder einen Hamster. Oder du bleibst allein und kaufst dir einen Papagei. Du wohnst in einem Haus, einem Schloss oder einer Wohnung. Du wirst Zuckerbäcker, Tierärztin, Polizist oder Millionärin. Du fährst mit dem Auto oder du gehst zu Fuß. Machst Urlaub in der Südsee oder auf dem Balkon. Manche bekommen graue Haare, dritte Zähne, eine Brille oder eine Glatze. Wie wird das einmal sein? Wie wird das einmal werden? Ja, und wir fangen gleich an mit einer der ersten Fragen. Ist es gut, viele Freundinnen und Freunde zu haben? Jeder wird jetzt natürlich sagen, ja super, Freunde, je mehr Freunde, desto besser. Aber wenn man sich in dem Bild rechts die Situation anschaut, dann wird man bemerken, der Junge, der zentral sitzt, der dünne Bursch, der ist sehr klein und sehr dünn. Und er hat Geburtstag und er hat einen sehr kleinen Geburtstagskuchen geschenkt bekommen. Und er hat sehr viele Freunde, große, mächtige, hungrige Freunde, die sind sogar allzeit bereit, haben ihm ihre Gabeln mit eingesteckt, dass sie immer gleich drauf losessen können. Und in diesem Fall, wenn man vielleicht so ein kleines Bröselchen vom Geburtstagskuchen selber bekommen könnte, ist es vielleicht nicht so ideal, wenn man so viele hungrige Freunde hat. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Also ist es gut, viele Freunde zu haben oder reicht eine einzige? Und wenn man dann natürlich so eine Freundin hat wie diese hier im Bild, dann glaube ich, dann braucht man vor nichts und niemand mehr Angst zu haben. Ja, die nächste Frage ist grundsätzlich eigentlich eine sehr, sehr ernste Frage und darum war es mir wichtig, dass im Buch eher ein bisschen lustiger dargestellt wird. Die Frage ist, ist es besser, dick oder dünn zu sein? Natürlich wird jetzt jeder sagen, dünn ist viel gesünder. Aber wenn man dann schaut, das ist eine Situation, die kennt man vielleicht, der eher stärkere, festere Bursch sitzt auf einer Bierbank und der sitzt ganz außen und natürlich der dünne, schmächtige, der wird dann in die Luft katapultiert und der festere denkt sich, das Fliegengewicht macht eine Flugreise. Aber man muss natürlich in dem Buch, in diesem Bild auch wieder ganz genau schauen und die fleißigen Beobachter haben vielleicht dieses rote Ding da hinter dem grünen Busch entdeckt. Und wer vielleicht märchenversiert ist,
erkennt es gleich, was das ist. Es ist nämlich ein Drachenschwanz und der gehört zu diesem Wesen da. Und die nächste Frage ist, ist man beliebter, wenn man dünn ist? Das ist eigentlich eine sehr extrem ernste Frage. Und man sollte natürlich nicht beliebter sein, wenn man dünn ist. Aber in dem Fall ist es so, dieser rote Drache, der hat Hunger. Und der möchte jausen. Und der schaut jetzt natürlich und sagt, wo ist mehr dran? Und in diesem Fall ist natürlich der festere Junge so ein bisschen im Nachteil. Und er denkt sich, ui, 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 womöglich lande ich auf den Jausenteller. Also man sieht, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Dann gibt es mal ein bisschen eine lustige Frage zur Abwechslung. Die ist meinem Sohn gewidmet, einem Spinatliebhaber. Die Frage heißt, wirst du einmal Spinat mögen? Man sieht da, dieser Bursch ist unendlich verliebt in dieses Mädchen und sie ist der totale Spinat-Fan. Sie hat eine Spinattapete, sie trägt nur grüne Kleidung. Jeden Tag isst sie einen riesengroßen grünen Topf Spinat. Und er ist zu Besuch und er würgt den Mittagsspinat hinunter und er macht es nur aus Liebe. Also man sieht, viele Dinge geschehen aus Liebe. Ja, und wenn wir schon bei der Liebe sind, ist die nächste Frage, wirst du dich einmal Hals über Kopf verlieben? Und in dem Buch werden sehr viele Möglichkeiten dargestellt und man sieht da, es gibt halt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu verlieben. Es können zwei Männer sich verlieben, zwei Katzen, eine Seejungfrau und ein Matrose. Da herum sieht man, die haben gerade ein bisschen Probleme mit der Liebe. Er ist so mit Blumenstrauß auf Entschuldigungstour und ich glaube, er war noch nicht sehr erfolgreich. Muss nur ein bisschen mehr entschuldigen. Und diese beiden schreiben sich einen Liebesbrief. Das geht dann so weiter. Das ist nämlich auch so in dem Buch, dass die Personen, die Einzelnen, die kommen immer wieder vor. Also diese beiden haben sich verliebt und sie haben dann ein Kind miteinander bekommen. Und die nächste Frage ist, haben Eltern ihre Kinder immer lieb? Also kann ich sagen, grundsätzlich glaube ich das schon. Nur manchmal ist diese Sache mit dem Liebhaben halt ein bisschen schwieriger. Also da gibt es sowas, nennt man Trotzphase, sieht man da. Und die Mutter kauft schon Baldrian-Tee zur Nervenberuhigung. Ja, eine der weiteren Fragen ist, Moment, wirst du einmal Wunder vollbringen? Und da sieht man diese drei Personen und sie haben einen orangen Blumentopf und sie haben ein Samenkorn eingesetzt und sie haben es gehegt und gepflegt und gegossen und dann ist plötzlich das Wunder passiert, es sind da Blätter herausgewachsen. Also da kann man jetzt natürlich drüber reden, was ist eigentlich ein Wunder? Müssen Wunder immer groß und laut sein oder können sie eben auch so ganz leise sein, wie dieses Wunder? Und diese drei, die kommen dann später im Buch, also jetzt überblättern wir einige Fragen, kommen die auch nochmal vor. Die Frage ist, kann man auch mit wenig glücklich sein? Und dann irgendwann hat diese Pflanze zu blühen begonnen und hat eine riesengroße, wunderschöne Blüte hervorgezaubert und sie sind überglücklich. Also glücklich machende Sachen können auch ganz klein sein. Ja, und jetzt blättern wir zum Schluss. Und die letzte Frage in dem Buch ist, wirst du immer bei mir bleiben? Und diese Hütte, die gibt es wirklich, die steht in meinem Garten. Und das da drauf, das sind meine Tochter und ich, also ich in rot-weiß gestreift und meine Tochter. Und wenn man dieses, also das Bild genau anschaut, dann wird man bemerken, dass es die einzige Frage ist, die in diesem Buch beantwortet ist, nämlich mit Ja. Und ich bin dann eigentlich, erst wie das Buch fertig war, drauf gekommen, dass dieses Ja natürlich kein allumstößliches Ja ist, sondern das ist eher so ein Ausdruck von Hoffnung.
Weil ich bin davon ausgegangen, dass man eigentlich, dass das Kind den Vorleser oder die Vorleserin fragt, wirst du immer bei mir bleiben? Und natürlich sagt man als Eltern ja, aber es wird sicher nicht immer so sein. Und sehr viel später ist mir dann eigentlich auch bewusst worden, dass ich in der Situation jetzt bin, weil ich habe sehr große Kinder schon, die sind schon nahezu erwachsen, dass ich meine Kinder fragen werde, wirst du immer bei mir bleiben? Und ich kann auch nur so ein bisschen hoffen, dass ich vielleicht netterweise ja sagen. Ja, das war's. Herzlichen Dank, liebe Nora, für diese Präsentation. Schön, dass ich da sein deines Buches. Ich darf jetzt ein paar Fragen stellen. Du hast sehr unterschiedliche Fragen versammelt, welche die lebenslang von Interesse sind, denke ich, welche wie die noch den Schulnoten oder so eher terminisiert. Wie hast du deine Fragen ausgewählt? Gab es da einen Pool von viel mehr oder wie bist du vorgegangen? Es gab einen riesen Pool und ich bin so vorgegangen, eigentlich, dass ich die Seitenanzahl gewusst habe des Buches und dann auswählen müssen habe, wie viel Platz ich eigentlich habe. Aber es gab sehr viel mehr Fragen und ich habe mich auch sehr an meiner Tochter orientiert, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 11, 12 Jahre alt war. Und die fragt unendlich ihr ganzes Leben lang. Du hast in deiner Präsentation mehrfach angesprochen, dass es ja eine Text-Bild-Einheit ist. Es ist so, dass immer eine Frage einer Illustration gegenübergestellt ist. Die beiden bilden als Doppelseite eine Einheit. Und bei manchen Fragen habe ich das Gefühl, weil du am Ende gesagt hast, das ist die einzige Frage, die beantwortet ist, aber bei manchen Fragen habe ich schon das Gefühl, dass du mit der Illustration ein bisschen in eine Richtung lenkst. Ja, wie natürlich. Ist dieser Bild-Text-Zusammenhang? Und bei manchen hast du es wieder offen gelassen. Also, was mich als Illustratorin immer sehr interessiert, ist dieser Zwischenraum zwischen Text und Bild. Den finde ich sehr interessant. Und ich finde, bei guten Büchern passiert in dem Zwischenraum zwischen der Illustration und dem Text sehr viel. Man kann sich da selber Meinung dazu bilden und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das war das, also um das man da gegangen ist bei diesem Buch. Du hast es auch angesprochen, dass es ein Buch zum Miteinander anschauen ist. Für mich ist es auch ein Buch, das alterslos ist, das sich an Erwachsene genauso wie an Kinder richtet. Das heißt, du hattest auch kein bestimmtes Zielpublikum vor Augen, wie du dieses Nicht Buch wirklich, gemacht hast. Nein. Ja. Und meine letzte Frage, weil wir leider schon mit der Zeit jetzt zum Ende kommen. Wenn du eine Frage aus diesem Buch auswählen könntest, die für dich so diese könntest die zentrale Frage des Buches, oder zentral ist das falsche Wort, aber eine wichtige, eine ganz wichtige. Ja, eigentlich ist das ja die letzte. Die letzte Frage. Immer bei mir bleiben. Ja, das ist die wichtige. Das ist auch für mich, wenn ich das sagen darf als Leserin, dann die berührendste. Das war ja der Trick dabei, dass man am Schluss ganz berührend und hat voll funktioniert. Ja, ein Bilderbuch zum immer wieder gemeinsam anschauen, zum in die Hand nehmen. Ein sehr fokussiertes Bilderbuch, das in seiner Reduktion optimal zeigt, dass es nur wenig braucht, um sehr viel auszusagen. Ein Bilderbuch zum darüber reden, über Wünsche, Träume, Ängste, Hoffnungen. Einmal wirst du von Leonora Leitl, erschienen im Tirolia Verlag, ausgezeichnet mit dem österreichischen Kinderbuchpreis 2020. Danke, Nora, dass du bei uns warst. Ich hoffe, dass wir Ihnen und euch Lust aufs Lesen gemacht haben und wünschen Ihnen noch viel Spaß mit diesem inspirierenden Buch. Tschüss und auf Wiedersehen. Wiedersehen.